So, liebe Leute, hier sind wir zurück beim Battle gegen Galacticmon. Ich habe mal nachgeguckt, was es das damit auf sich hat, dass er die Attacken kopiert. Und zwar, wenn er jetzt gleich hier seinen Beam wieder auf mich macht, dann kopiert er die Attacke, die wir letztes Jahr eingesetzt haben, also jetzt gerade. So, das muss immer eine elementare MP-Attacke gewesen sein. Weil sonst würde er so eine Fragezeichen-Attacke machen, die unheimlich viel Schaden macht. So. Die Strategie dahinter ist, am besten eine Attacke einzusetzen, die das Element hat, wo euer Digimon die größte Toleranz gegen hat. Ich habe mal nachgeguckt, sowohl Inzi als auch Centro haben beide die höchste Elektrizitätstoleranz, aber keiner der beiden eine Elektrizitätsattacke können. Habe ich eben Kyo reingeschickt. Sie hat Gott sei Dank den Angriff blocken können, als sie angegriffen wurde. Dann habe ich halt mit dem Electric Bolt 500 Schaden reingemacht. Das ist schon etwas. So. Ja, Wasserkörper. Die Ragnarok-Kanone wieder. Die macht... Ah. Da hat er schon ein bisschen Angst. Simon kriegt immer so viel Schaden, dass noch ein HP überbleibt. Electro Bolt. ...389 Schaden. Das ist es nämlich, worauf ich jetzt hinaus möchte. Galacticmon, also sein Kopf, hat unheimlich viele HP und hat auch keine großartigen Schwächen. Das Einzige, was man machen kann, ist ein starkes Digimon rauszuholen, darauf einzukloppen. Und wie gesagt, die Strategie, dass man möglichst ihm eine Attacke beibringt, dessen Toleranz wir sehr hoch haben. Ich habe gelesen, die meisten machen da so mit 55. Meine sind noch nicht mal 45. Da seht ihr mal wieder, wie riskant ich das spiele. Ich will aber... Deswegen reicht es eigentlich, wenn wir so mit normalen Attacken angreifen. Sieht so komisch aus. 45. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, er hat noch auch andere Attacken gehabt, wenn ich das gesehen habe. Okay, Electro Bolt. Wie viel macht das jetzt? 628. Okay, warum das jetzt bei Kyo von... okay, der hat eine höhere Spezialverteidigung. Aber das ist um einiges angenehmer als dieser One-Shot von vorhin. Oh Gott. Wieso macht er jetzt Counter? Stimmt, genau. Ah. Das habe ich ja auch gelesen. Wenn du, also MP-Attacken soll man nicht unbedingt nutzen, weil die sehr oft geblockt werden. Und immer wenn er blockt, kann er eine Counter-Attacke machen. Was gefährlich ist, wie man sieht. 28 Schaden? Okay, es ist Default. Oh Mann, hoffentlich klappt das jetzt. Also das ist jetzt... Es kann klappen. Das ist jetzt aber reine Glückssache. Ich traue mich das gar nicht zu machen, wenn du das so sagst. Ist immer so, wenn ich noch fast voll bin, kann ich es nochmal machen. Ja, okay, 316, nicht viel mehr. Das wird jetzt lange dauern. Da haben manche gesagt, ja, nimmt am besten Omnimon, also Omegamon oder irgendwie den Artiges, wo ich mir denke, haha, leck mich doch. Oder hier Imperialtramon Fighter Mode wurde auch vorgeschlagen. Wie gesagt, falls das wirklich nicht klappen sollte, wird die Folge sowieso nicht ausgestrahlt. Aber dann würde ich halt nochmal in sie trainieren gehen. Der blockt aber auch meine normalen Attacke schon ganz schön oft. Vielleicht soll ich doch öfters MP-Attacken machen. Das wurde mir nur falsch gesagt. Er hat ja keine großartigen Schwächen.
Das ist ja der Knackpunkt bei ihm. Gehe ich mal die MP-Attacken mal durch. Ja, ich habe aber notfalls habe ich ja noch den das. Aber ich habe das auch gelesen, dass das wirklich lange dauert, gegen den zu kämpfen. Ich dachte schon, wenn dein Kopf so senkt, dass das jetzt irgendwie Volltreffer hat, nichts mehr. Das wäre ungewöhnlich. Ich habe mir jetzt gerade irgendwie eingebildet. Ah ja. Er macht was. Das ist nicht gut. Eine Windattacke. Okay, wie viel Schaden macht die? Okay, 924. Das ist noch gut verkraftbar. Mechanical Bash. Geblockt. Block tut immer weh. Autsch. Er ist dann nicht wieder voll heilen erstmal. Oder Schneestoß willst du jetzt noch nicht. Ach, gerade mal so ein bisschen angekratzt. Das wird noch lange dauern. Passt. Ich glaube, der nächste Zacke macht er dann. Sorry, wenn ich jetzt ruhig bin, aber ich bin hier am überlegen. Ich versuch's doch mal mit dem Mechanical Bash. Jetzt hat er getroffen. Okay, ich mach nochmal einen Angriff. Das bringt's nicht. Mach ich lieber einen normalen Angriff, dass ich mir die MP dafür, die ich Heals aufhebe. Immer daran denken, dass ich gut 1600 HP immer mindestens habe. Dass der mich mit der Counterattacke nicht kaputt macht. Wir kommen langsam voran. Langsam aber stetig. Aber wenn er gleich Stoßdigitation macht, dann werde ich mal gleich probieren, mit der Dimension Scissor anzugreifen. Ich hoffe, das war jetzt ausreichend. Nein, geblockt. Oh. Hast du vorher nochmal Stoßzitation, bevor er nochmal angreift? Nein. Scheiße, es war schon 662, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Arschknapp, ich riskier's mal wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, können wir mal hoffen, dass die Dimension Scissor vielleicht was macht und nicht blocken. Blocken. Das wäre noch das Beste. Ach gut, hat schon mal getroffen. Ja, 556. Es ist etwas mehr Schaden. Huch, ich bin schneller. Das ist cool. Ah, stimmt ja. Wenn er die Hälfte irgendwie runter hat, habe ich die Chance, sie dreimal anzugreifen. Scheiß Counter. Habe ich jetzt... Ich habe mir das ein bisschen genauer durchgelesen. Tut mir wirklich leid, aber das war wichtig. Dass ich das weiß. Oha. Gut, er verwandelt sich zurück, das passt gerade sehr gut. Ja komm, der Heal ist jetzt gerade unnötig, ich halte dich ja eh gleich wieder voll. So, mega Heal. Ah, ich muss gleich die Disc wieder einsetzen. Ja, cool, wenn Sand auch mal blocken würde, aber das wäre echt zu viel verlangt.
Also einfach jetzt normal weiter angreifen. Das habe ich wenigstens. Oh, jetzt wird das auf einmal so schnell, das Vieh. Hör mir auf, du. Gut. Wir haben schon mal fast die Hälfte runter. Das ist doch schon mal etwas. Jetzt mache ich nämlich das Item. Das wird nämlich gerade voll heilen und die MP wieder geben. Also ich hoffe mal, das heilt mich jetzt voll. Ja, passt. So, ach genau, normaler Kampf. Ich wollte schon wieder heilen, aber. Ich zuck hier immer zusammen, wenn ich dieses Ding höre, dieses Klong. Bin ich jetzt richtig allergisch gegen geworden. Wenigstens ist die Musik gut. Lässt sich das wenigstens auch ertragen. Hier. Ich fange jetzt hier nicht irgendwie an, das zu riskieren, von wegen, ja, vielleicht treffe ich hier und das macht einen kleinen Counter. Das bestimmt nicht, also. Ach, wenn er nicht ständig blocken würde, dann hätte ich ihn vielleicht sogar fast schon down. Aber das macht echt schon viel. Läuft. Ah, er hängt wieder. Das ist irgendwie für mich mal so ein Signal, dass er irgendwas hat. Genau, wenn er hängt, dann macht er diese Attacke. Das macht leider mehr Schaden. Oh, das ist schon weniger. Ne, komm hier. Mega hier. Ich habe keine Lust, da jetzt hier groß rumzupokern. Das läuft nämlich gerade. Oh, warum machst du jetzt Volltreffer? Wie, dann macht das jetzt die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass sie das immer gleich die ganze Zeit machen. Gut, gut. Wie viel macht das jetzt? Okay, es bleibt noch so. So, Attacke. Gut, 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 gut. Es läuft. Ich bin mega hier. Das ist, tut mir leid, was ich jetzt gerade nicht rede, aber ich bin jetzt hier gerade irgendwie voll konzentriert, auch wenn ich jetzt nicht viel machen muss. Allerdings bin ich extrem angespannt. Ich weiß, ich könnte euch mal die mal trainieren, dann würde dieser Kampf viel schneller gehen, aber ich habe keinen Bock zu trainieren. Ich will zeigen, dass es auch so geht. Wenn man durchhält. Was soll an seine Digimon glauben? Wir wissen, wie man mit ihnen umzugehen hat, und man muss in die Lösung geguckt haben. Aber ernsthaft, wie willst du das wissen? Dass du wirklich sowas einsetzen musst. Wie kommst du auf sowas, wenn du sagst, nicht nach einer Lösung guckst? Nein, ich hab's da geblockt. Dann habe ich auch noch gelesen, es sollte sagen, dass Galaktimon zu easy war. Naja, wenn du natürlich mit dem 55er oder.
halt extrem hochgelevelt. Ich habe mal ein Let's Play gesehen, weil ich mal reingeguckt habe. Der war noch nicht mal beim vierten Lied und hatte den Duke-Mon auf Level 60 gehabt. Also, sein... ich weiß jetzt nicht, welches Base-Digimon er hatte, aber dieses Digimon war schon Level 60. Also überlevelt ist das noch untertrieben. Wie gesagt, ich bin hier mit jetzt 44. Wo andere mit 50 oder so da reingehen. Es ist ja klar, dass das leichter ist, wenn sie das so hoch trainiert haben. Ich habe immer nur so weit trainiert, wie es nötig war. Komm schon. Ich hoffe nicht, dass der Part noch eine halbe Stunde lang wird, ey. Allein nur wegen dem Kampf. Mann, ich verliere immer so viel Zeit dadurch, dass er den Counter macht. Ah, jetzt muss ich wieder voll heilen. Dann müsste ich ja irgendwie so ein Speed-Up machen. Voll heilen. Das ist ja unter 16.000 ist sowieso. Genießt einfach die schöne Musik. Das ist einen schönen Ausblick auf die Erde. Hat man auch nicht jeden Tag. Ach, geht doch. Ah, er hängt wieder. Er ist im roten Bereich. Doch, wenn er hängt, dann macht er diese hier Windattacke. Und dann geht's ihm schon wieder besser. Ja, ja. Nicht mehr lange. Wir haben es fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ging nur genau 18.000. Auch schön. Ja. Das läuft. Jetzt... Gegen Ende kommt mir sowieso vor, als würde immer weniger von diesen Balken da weggehen als vorher. Wir haben es bald, Technik. Mega hier. Das kriegen wir, ich bin mir ganz sicher. Wenn ich, wir haben noch. Incident haben wir noch und dann können wir noch heilen. Das schaffen wir jetzt. Außer natürlich, wenn er noch ein HP hat, dass er doch irgendeinen super Scheiß macht. Und ich hoffe, der ist dann weg. Weil ich weiß, dass der Körper ist wirklich nur einmal für diese Attacke da. Du kannst nur gegen Kopf und Schweif kämpfen. Er hängt wieder. Ah, ich muss nur noch einmal angreifen. Ich sehe das. Das ist nur noch ein Angriff. Jetzt macht er wieder seine Attacke. Das Windhorn, genau, ich bin das jetzt Windhorn. Komm schon, nicht blocken. Yes! Ah!
Schöner Sonnenaufgang. Ist jetzt fertig? Entschuldigung, dass es gerade geleckt hat. Ich habe vergessen, dass ich mein Windows immer auf Basis umschalten, also das Aero deaktivieren muss. Das hatte ich gerade voll vergessen. Deswegen hat das gerade eben kurz die Düngen gemacht. Ich habe es bestimmt umgeschaltet. Oh. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, das jetzt zu sehen. Finde ich jetzt aber schade, dass das jetzt einfach so kommt und nicht mal noch von wegen hier zeigen, wie sie alle gerettet wurden und so, dass wir live zurückverwandelt wurden. Aber nein, seit Jahren. Seit ich 13 bin. Also fast 10 Jahre schon. Sagen wir 9,5 Jahre. Wollte ich diesen scheiß Endscreen sehen. Und endlich sehe ich ihn. Endscreen. Credits. Oh Gott, ich bin so froh. Oh. Siehst du, wenn man muss die immer nicht übertrainieren, man muss halt nur wissen, wie es funktioniert. Das ist ja immer so gemein. Ah, unter 45. Geschafft. Yeah. Es ist fertig. Ich danke wirklich allen, die das durchgehalten haben mit der 7-monatigen Pause auch zwischendurch. Das habe ich auch schon vor einem Jahr angefangen oder zwei, fast eineinhalb, keine Ahnung, ist schon ewig her. Aber ich bin so froh. Es müsste Folge 68 werden. Ist leider keine 69 geworden. Schade. Ach. Ich sag's immer wieder, auch wenn ich am Ende jetzt rumgemeckert habe, dass sich das zieht. Und das war verdammt nochmal auch scheiße, dass es am Ende so gezogen hat. Aber es ist trotzdem für damalige Zeit so ein cooles Spiel. Und es ist ja heute auch noch extrem beliebt. Das weiß ich ja. So cool. Ende schon? Ach, geht doch noch weiter. Ich dachte, ich hätte mich gewundert. Aber wir sind wieder in der realen Welt. Als ich Galaktik unbesiegte, war alles gut. Es sind schon 3 Monate her. Es ist wie ein Traum. Was macht Ivy und Teddy wohl? Die Eröffnungszeremonie fängt an. Kommt mir bekannt vor. So wie es anfing, so endete es auch. Mit Warten. Vielen Dank für Ihre Geduld. Die Öffnungszeremonie für Digimon Online beginnt nun. DNB TV sendet zum ersten Mal live mit dem optischen Netz aus der digitalen Welt. Wir verbinden nun diese Relays mit der digitalen Welt. Kurt ist großartig, er hat eine neue Firma gegründet. Nun gibt es Digimon Online statt Magami. Da sind sie ja schon. Hey Ajo, du bist schon hier? Wieso sprichst du mit dir selbst? Das ist unheimlich. Ihr seid spät dran. Ich warte schon über 10 Minuten. Warum erzählst du mir das? Du bist zu früh gekommen. Wenn du unbedingt gehen wolltest, warum bist du nicht gegangen? Ja, genau so wie es angefangen hat, so endet es auch. Hey, hey, AJ, Ivy. Regt euch ab und lasst uns zum Online-Center gehen. Jo, auf geht's. Materazo City Anmelderaum. Hä? Ivy und Teddy sind nicht hier. Na, so wie ich die kenne, sind sie schon vorgegangen. Ja, du bist ja so artig und wartest immer. Die anderen gehen dir mal vor. AJ, nicht wahr? Willkommen bei Digimon Online. Heute werden wir als Vorbereitung auf den Start ein wenig üben. Du bist auf den Ostsektor und Zentralamaterasu beschränkt. Es gibt jedoch mehr Platinen und Meeresbodenbereiche. Digimon-Daten werden wie vorher verwendet. Natürlich bleiben auch Technik und Digitation gleich. Für alle Fälle möchte ich aber eine Datenprüfung vornehmen. Denk an das Speicher mit Gartramon, bevor du gehst.
Na klar. Super, was für ein Spaß. So, jetzt können wir natürlich noch weiterspielen. Nach der Story. Mon hier. Gut, dass so viele Leute hergekommen sind. Die gehen online mit vielen Leuten. Ist alles richtig Spaß. Genau. Ach, jetzt kann man auch seine ganze Digimon trainieren, Sachen sammeln und schieß mich tot. Hey AJ, der Junge ist der Wahnsinn. Er hat Digimon Online wieder aufgebaut. Vielleicht kannst du noch was lernen, wenn du zuschaust. Ja, mir ist klar. Wir sind nicht in der Suka City, sondern in der Terrasu City. Warte. Ach, du bist AJ, der berühmte Tamer? Wir wollen dich alle besiegen. Sei also auf der Hut. Na super. Das riecht gut. Heute gibt es Hamburger und sofort kriege ich Hunger. Also wie gesagt, man kann jetzt noch weiterspielen, was ich nicht tun werde, aber ich werde trotzdem abspeichern gehen. So. Ich danke nochmal allen, dass sie zugesehen haben. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Also mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es am Ende blablabla. Ihr wisst ja schon Bescheid. So, als nächstes werde ich dann jetzt mit Mass Effect 2 weitermachen, da ich jetzt Digimon durchgeprügelt habe, kann ich bald damit anfangen. Juhu. Und ich habe auch vor, bald wieder ein Digimon-Spiel zu spielen, und zwar Digimon World Redigitize für die PSP. Die gibt es da bisher nur auf Japanisch, es gibt aber einen Englisch-Patch, der ist in Bearbeitung, der sollte dieses Jahr fertig sein, wenn die Leute, die das machen, das zeitlich hinkriegen. Hatten sie jeweils gesagt, so sie ihre grobe Voraussicht. Kann natürlich auch sein, dass das länger dauert, aber sobald das möglich ist, sobald das auf einen Englisch-Patch hat, werde ich das auf jeden Fall jetzt playen. Definitiv. Oder wenn ich die Ankündigung habe, es wird die 3DS-Variante geben zum Spielen. Das wäre ja auch super. Kann ich ja jetzt machen. Ich habe jetzt ein 3DS. Haha. So, dann werde ich mich jetzt von der Digi-Welt verabschieden und auch von diesem Let's Play. Ich bedanke mich nochmals und wir sehen dann bei meinen anderen Let's Plays. Ich sage, bis denn dann.